Herzlich willkommen, Leute, bei Let's Learn Zerg. Euer Brandy hier. Folge 3. Und wir spielen gegen einen Zerg namens Proto. Sollte eigentlich lieber Protoss spielen, finde ich. Lass mal ihn mal. Er hat einen etwas langsameren PC, denke ich mal. So, alles klar. Wie beim letzten Mal wünschen wir erstmal unserem Gegner Glück. Er scheint etwas beeindruckt zu sein. Von Level 50. Ja. Tut mir leid, wenn im Hintergrund die Tastatur laut ist. Ist mir aufgefallen, wo ich mit Magix gerendert habe. Dass in den letzten Folgen etwas, verstärkt meine Tastatur etwas lauter ist, aber es ist halt nun mal normal bei mir in ist halt nun mal bei mir so, weil ich eben in StarCraft irgendwie versuche irgendwie abzugehen und außerdem ist meine Tastatur an sich ein bisschen lauter. Wenn er mich jetzt auch noch verarscht hat, dann ist es mega peinlich, aber egal, diese Folge lade ich jetzt hoch. So, wir spielen auf jeden Fall Pool First. Ich habe keine Lust, gecheased zu werden, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich gecheased. So, Fernseher sollte sich auch nicht ausmachen. So. Als nächstes bauen wir den Pool 15. Also ich sage jetzt eigentlich recht wenig zum Bild. Das, ihr könnt euch die Videos ja anschauen vom Okko. Ich sage auf jeden Fall nicht so viel zum Bild. Also auf jeden Fall 9er Overlord, ganz gediebener Start. Ein 15er Pool für mich, weil ich gerne Safety habe und zuerst baue. Und eine 15er Hatch für mich. Danach kommt ein Aufdrohnen bis auf die 17. Und danach kommt ein Overlord, ein 17er. Dieser Overlord wird irgendwo hier stehen, um uns mal Scouting-Infos zu geben. Mal jetzt zu schauen, was da so läuft. Also ich denke mal, wenn wir ihn hier hinstellen, haben wir eigentlich noch ein bisschen Zeit zum Reagieren. So, machen wir erstmal noch ein paar Drones. Machen wir hier Suicide Overlord. Alles klar. Ich baue mal vorsichtshalber jetzt schon ein Ding hier, ein Crawler. Für den Fall, er hat schon eine Queen und hat schon Linge. Wir haben quasi eine Schabenhülle jetzt schon als Gegner. Naja, okay. Bauen wir halt noch einen Crawler, einfach um sicher zu gehen, dass bei uns nichts falsch läuft. So, unser zweiter Overlord, der bleibt mal hier stehen. Beziehungsweise wir brauchen auf jeden Fall noch einen. Neun. Weil wir unseren alten ja jetzt verloren haben. Ziemlich blöd gelaufen, muss man einfach so sagen. So, unsere Queen geht mit runter. So, und dann machen wir das Ganze mal so. Dich bauen wir mal da rein. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal aufdrohnen. Als wir den einen Overlord verloren haben, war natürlich mega scheiße. Jetzt hoffe ich mal, dass der andere da ein wenig mehr überlebt. So, machen wir mal hier noch. Zack. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ah, jetzt komm schon. Machen wir es mal so. Einmal mal noch hier. Zweimal Linge noch. Und die Sammelpunkte nach unten setzen, bitteschön. Okay, und dann haben wir eine Queen wieder hier oben. Die können wir auch anheften. Da müssen wir leider noch eine Queen bauen. Einen dahin, einen dahin. So, haben wir Injects zu verteilen.
Die baut mir erstmal ein Creep-Tumor hier hin. So, naja. Er braucht auf jeden Fall Gas. Das hat er sich wahrscheinlich auch schon genommen. Deswegen müssen wir jetzt mal unsere Sammelpunkte wieder zurücksetzen überall. Alles klärchen. So. Okay. Auf Drohnen. So. Hier. Da. Jetzt geh rein ins Gas, du. Okay, also da hier eine 6. Okay, dann machen wir weiter hier mit Roach Warren und Evo Chamber. Sehr schön, dann machen wir das so. Er hat immer noch keine Anstalten gemacht, irgendeiner Art und Weise hier Dingens zu machen. Verstehe ich nicht. Muss ich auch, denke ich mal, nicht so ganz verstehen. Machen wir das mal so. Machen wir die hier mal hier hin. So, nehmen wir uns mal eine dritte Base, weil ich einfach denke, dass das Spaß macht. Und zack. Machen wir erstmal ein paar Roaches zur Verteidigung. Haben wir hier genug? Ja, haben wir. Machen wir einmal zack. Zack. Habe ich eine Queen jetzt mehr gebaut? Ach, egal. Zack. 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 Dann muss man mal hier taggen. Und machen wir mal ein paar Overlords, ein paar Queens. Und ja. Schicken wir mal einen Roach rein. Mal schauen, ob er hier ein Ding hat. Zack, 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 zack. Ein paar Roaches. Inject verpennen, so wie man es macht eben. Und zack, 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 zack. Wir spreaden unseren Creep. So wie wir es machen wollen. Okay, er baut jetzt seine Expo. Da hat er noch nichts. Wir schicken Drohnen runter. Okay, machen wir es mal so. Zack. Zack. Okay, er hat nur ein paar Roaches und sonst nicht so viel. Zack, 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 zack. Bedrohen wir unsere dritte Base mal komplett, dann haben wir auch keine Geldsorgen mehr. So, auf jeden Fall einen zweiten Embo Chamber. Warum dieser Tumor hier nicht hochkommt? Nee, ich rede mit dem Tumor, nicht mit ihr. Komm. Okay, dann machen wir das mal hier wieder. Zack, 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 zack. Alles klar. Zack, zack, zack. Und den Rest in Roaches verpulvern. Und in einen Overlord natürlich. So, Roach Speed natürlich. Und Crawler vor. So, machen wir mal hier. Drei haben wir dann da, drei haben wir dann da. Ah ja, schön. Alles klar, ich nusche so ein bisschen vor mich hin, ich weiß, aber... Ja, ich denke mal, wir könnten den eigentlich schon längst fertig machen, den Gegner. Ja. Weiß gar nicht, was ich mich da so anstelle, muss ich ehrlich sagen. Aber, naja. Ach, der kann sogar nur bis hierhin, na toll. Er ist da fertig, gut, legt er mal hier. Und dann geht er mal da wieder hin. Da sieht man nämlich nicht so viel. Zack, hat er einen hingelegt und wird zum Zerkling. Was hat er denn, der Gegner? Geht auch auf Mutalisken. So, es ist natürlich eine Frage, wie wir diese Mutas abwehren werden.
Metamorphose abgeschlossen. So, dann machen wir einfach Go. Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch wieder zu blöd ein bisschen. So, machen wir mal hier. Zack, zack, zack. 1, 2. 1, 2. 3, 4. Und Roaches pumpen. Die pumpen wir dann dahin. Oh. Ja. GG. Wir haben bessere Upgrades. Leider bringen auch Bandlinge nichts. So, machen wir es mal so. Jetzt haben wir auch. Ja, ist mir auch Wayne. Soll er die verstecken? Bringt ihm nichts. Just one. Ja. Naja. Soll er sich mal weiter wundern? Na gut, dann heißt das, er wurde besiegt. Ja. Unser MMR ist etwas weit unten, sage ich mal. Von daher werden wir des Öfteren noch ein paar Bronzespieler haben. Obwohl wir eigentlich recht high in Bronze sind. Ja. Tut mir jetzt leid für ihn, dass wir ihn so fertig gemacht haben, aber kann man jetzt nichts machen. So, meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Sim.